Herr Hafen, das würde gerne regiert werden, falls sie es werden. Was tun Sie, dass auch weniger gut verdienen, Sie sich noch Wohnungen können leisten in der Stadt? Ich meine, dass da eben nicht unbedingt die Regierung gefordert ist, sondern ich bin ein Vertreter von der Eigenverantwortung. Und ich denke, dass es sehr gute Initiativen gibt, gerade im genossenschaftlichen Bereich, um das zu gewährleisten. Wie und wo leben Sie eigentlich? Ich wohne in Gundeli, Mietwohnung. So hat es mir jetzt nicht erlebt. Gut. Was wollen Sie unternehmen, dass die Durchmischung der Quartiere besser wird, dass man nicht mehr von Ausländern geht, das schwätzen muss in der Stadt? Ja, da muss ich jetzt sagen, ich nehme das nicht so stark wahr. Also jetzt gerade im Gundeli könnte ich nicht sagen, dass es Ausländerghettos gibt. Es hat um mich herum Schweizer, Ausländer, Leute, die Schweizer sind mit Migrationshintergrund. Und dort, wo es gibt, ist es wahrscheinlich vor allem ein Thema der Wohnqualität, also dass das günstige Wohnungen sind. Und da müssen wir vielleicht mit der Stadtentwicklung schauen, dass das besser durchmischt wird. Was machen Sie für Erfahrungen mit Ausländern in Ihrem Quartier? Also ich persönlich mache hauptsächlich sehr, sehr positive Erfahrungen. Ich erlebe Ausländer als sehr freundlich, häufiger als offener als Schweizer. Und es gibt natürlich auch problematische Ausländer, ich meine, die kriege ich auch mit, zum Glück nicht persönlich, aber so im Bereich Gewalt und so haben wir halt schon mehr Ausländer, die dort dahinter stecken. Was wollen Sie tun, dass in den Quartierstrassen mehr Leben stattfindet, dass zum Beispiel auch Kinder mehr Platz haben zum Spielen? Ja, also ich denke, da muss man den Einzelfall anschauen, weil wenn ich jetzt bei mir im Quartier schaue, da gibt es natürlich Durchgangsstrassen, da ist viel Verkehr, da würde ich keine Kinder anschicken, das wäre gefährlich. Aber es hat auch andere Strassen, also es hat gerade hinter meinem Haus eine Spielstrasse, wo Kinder sich können bewegen, wo sie können die Eltern Tischtennis spielen und so. Also da muss man halt den Einzelfall anschauen, was möglich ist. Bleiben wir beim Verkehr. Was wollen Sie tun, damit Autofahrer, Velofahrer, Fußgänger besser aneinander vorbeikommen in der Stadt? Ja, also es ist gut, dass die Fragen aneinander vorbeikommen, weil ich glaube, das ist die Hauptsache. Und da denkt man jetzt vielleicht, ja, Bürgerlicher, der redet jetzt fürs Auto und verdammt Velo, aber ich bin auch Velofahrer, ich bin auch Fußgänger. Und ich denke, dass es gut ist, wenn die Velo möglichst eine eigene Fahrbahn haben, also eine abgrenzte Strecke oder sogar einen Veloweg, was noch besser ist, was sicherer ist, dort, was möglich ist. Und ich würde natürlich aber auch dafür schauen, dass die Velofahrer sich an die Regeln halten, weil das ist häufig sehr, sehr gefährlich, was gemacht wird. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass niemand muss Angst haben auf der Strasse jetzt Nacht? Das ist natürlich jetzt ein Thema für mich, für die SVP. Ich meine, dass wir mehr Polizisten brauchen. Wir haben zum Beispiel im Gundeli jetzt Nacht keine Posten mehr, die offen hat. Das ist der Karnevalpost, der nächste ist. Selbstverständlich jetzt Patrouille. Aber ich will zum Beispiel wieder, dass es eine Posten gibt im Gundeli, wo die Leute auch warnen können, wenn etwas noch nicht so ist, dass man auf Notruf nochmal muss anrufen, sondern einfach mal den Polizisten fragen, wie gehe ich mit dieser Situation um oder so. Das ist mir wichtig. Haben Sie selber schon mal Angst gehabt auf der Strasse? Ja, nicht so krass. Oder? Aber ich habe schon Situationen gehabt, was man dann wohl war. Angst nicht, aber Unwohl schon. Würden Sie die Steuern senken? Wenn es möglich ist, selbstverständlich. Und ich glaube, es ist auch möglich. Können Sie sich erinnern, wie hoch Ihr letzter Steuerbetrag war, den Sie gezahlt haben? Hau Sie. Also, ich würde es natürlich auch nicht genau sagen, aber ich weiss es auch nicht ganz. Also, es ist unter fünfstellig, weil ich Teilzeit arbeite an der Fachhochschule und der Rest ist Politik und da verdient man leider nicht so viel. Wie wollen Sie Kultur weiterbeleben in der Stadt? Wie wollen Sie Freiräume für junge Leute schaffen oder sie fordern? Ja, also ich denke, dort muss man ein bisschen differenzieren. Das eine ist so, das, was ich Hochkultur nenne. Oder? Also so Stadttheater, Symphoniekonzerte. Und ich denke, da haben wir schon ein sehr reiches Leben in Basel. Wir haben auch ganz tolle Museen, die zur Kultur zählen. Wir haben jetzt gerade ein Theaterfestival, das läuft in der Kaserne. Also ich denke, da läuft sehr viel. Und auf unterschiedlichen Ebenen. Und dann gibt es so den Bereich von der, sagen wir, entstehenden Kultur, dort, was ganz klein anfängt. Und dort denke ich, dass wir das zum Teil eher ein bisschen zu betonieren. Oder? Also, dass man dort, es gibt so ein Beispiel, oder? Auf dem Dreispitz gibt es Atelier Minergie P, einfach ziemlich teuer und die müssen subventioniert sein. Und der Hinterhof, wo sich ein Künstler mal entwickeln kann, mal etwas anfangen, ohne grosse Kosten, ohne gross müssen sich zu organisieren, das gibt es immer weniger. Und ich denke, das ist ein Problem, dass man in gewissen Bereichen fast zu viel macht, sondern dass man das sich entwickeln lassen. Wie wild sind Sie eigentlich als Junge?
Gar nicht. Ich war ganz ein angepasster, braver Jugendlicher. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Anwohner die Nacht einmal Ruhe haben? Das ist ein Thema, da könnten Sie meine Nachbarn fragen. Die einen regen sich auf, dass ich reklamiere, und die anderen sind froh, dass ich reklamiere. Das ist so, ich bin fast ein bisschen bekannt im Haus für das. Ich meine, dass es einfach Regeln gibt, wo man sich daran halten muss. Und wenn man einmal sich nicht daran halten will, sprich ein grosses Fest machen, dass man es den Nachbarn muss sagen, und dann sagt niemand so etwas. Also ich habe es richtig verstanden, es ist Ihnen zu laut in Ihrem Quartier? Nein. Aber es gibt einfach Zeiten, wo es ruhig sein sollte. Also wenn mein Nachbar zum Beispiel eine Schicht schafft, der braucht einfach seine Nachtruhe. Oder? Und wenn dann ein paar auf dem Balkon das Gefühl haben, wir müssen bis 3 Uhr morgens Lärm machen, dann ist es einfach zu viel. Was wollen Sie unternehmen, damit wieder mehr Läden, unterschiedliche Läden in der Stadt können existieren, dass auch Kleine können überleben können? Ja, auch da denke ich, dass das nicht eine Aufgabe vom Staat ist oder vom Regierungsrat, sondern dass das die Initiative der Leute braucht. Und da sehe ich eigentlich sehr viele, die initiativ sind. Also gerade im Gundeli bin ich nicht privilegiert. Oder? Da gibt es an, ist jetzt übertrieben zu sagen, an jedem Ecken. Aber es gibt ein paar Quartierläden, die jetzt oben offen haben. Also es ist wirklich, ich finde das toll so. Und dort kaufen Sie auch ein? Ja, je nachdem, ja. Wo kaufen Sie sonst ein? Ja, also häufig ist halt auf dem Heimweg vom Bahnhof oder noch in der Passerelle, wenn es schon spät ist und die anderen Läden zu haben. Oder dann eben bei meinem Nachbarn. Gerade am Ecken, oder wenn so eine Familienläden hat, die jetzt oben und am Sonntag davon hat. Stichwort Littering, wie wollen Sie erreichen, dass die Strassen sauberer werden? Ja, also da gibt es die bekannten 4 Säulen, oder? Und ich denke in den 3 Säulen vorher, also Information, Prävention und Intervention, also dass man sagt, doch bitte nicht Zeug auf den Boden werfen, dass man auch Abfallkübel parat stellt und dass man auch putzt, da wird schon sehr viel gemacht. Und dann kommt der 4. Teil, und das ist Repression, und da hat man jetzt angefangen, und ich erwarte davon, dass das massive Verbesserungen bringt. Jetzt mal ehrlich, haben Sie schon mal etwas am Boden geschossen? Ja, das ist, wenn ich bin ein Raucher, nicht ein Starker, aber manchmal. Ich habe dann allerdings die Stadtreinigung gefragt, was Ihnen am liebsten ist, wenn es keine Aschenbecher hat, wo man die Zigarettenstummel soll. Und genau das mache ich. Vielen Dank für das Gespräch. Merci auch.